Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Feening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 140. Folge des Nordsee-Podcasts. Stellt euch mal vor, ihr müsst an einer Strickleiter irgendwo hochklettern. Das ist ganz schön wackelig, oder? Und ihr müsst nicht 1 Meter oder 2 Meter hochklettern, sondern bis zu 9 Meter. Das ist auch ganz schön hoch. Die Strickleiter hängt an einem Schiff, zum Beispiel an einem Containerschiff. Und es ist die einzige Möglichkeit für euch, an Bord zu kommen. Und zwar nicht irgendwo in einem sicheren Hafen, sondern draußen auf See in der Deutschen Bucht. Das ist der ganz normale Weg zur Arbeit von Michael Wieben. Er ist seit 15 Jahren Seelotse. Wenn man in einen deutschen Hafen hineinfahren will oder ihn verlassen will, dann hat man immer einen Seelotsen an Bord, der für die sichere Fahrt zuständig ist. Wenn der Kapitän das Schiff genau kennt und die Mannschaft und die Ladung, hat der Lotse halt das nötige Spezialwissen über das Revier, das gerade befahren wird. Ja, und diese Lotsen, die müssen ja irgendwie an Bord kommen. Und das geschieht dann bei Schiffen, die zum Beispiel den Hamburger Hafen ansteuern, draußen in der Deutschen Bucht. Die Lotsen werden dann mit einem sogenannten Lotsenversetzer, also mit einem kleinen Schiff, zu dem Schiff, das begleitet werden soll, hingebracht. Das kleine Schiff geht längsseits, also Bordwand an Bordwand so ungefähr. Längsseits nennt man das. Und dann muss der Lotse hochklettern über diese Strickleiter, bis irgendwo eine Öffnung ist. Die zweite Möglichkeit, an Bord zu kommen, ist es, mit einem Hubschrauber hingeflogen zu werden und dann an einer Winde heruntergelassen zu werden. Winschen nennt man das. Und das ist nur der Weg zur Arbeit. Die eigentliche Arbeit beginnt dann erst, wenn der Lotse an Bord ist und den Kapitän auf der Brücke bei der Fahrt berät. Das ist die Arbeit von Michael Wieben aus Meldorf. Ganz schön abenteuerlich. Seit 15 Jahren ist er als Seelotse im Einsatz. Sein Standort ist Brunsbüttel. Wenn er Glück hat, ist er für Schiffe zuständig, die durch den Nord-Ostsee-Kanal kommen, den NOK. Da kann er ganz gemütlich an Bord gehen. Aber oft muss er hinaus in die Deutsche Bucht und von da aus dann ankommende Schiffe begleiten oder eben umgekehrt. Und dann gibt es nur die Leiter oder den Hubschrauber. Das alles erzählt er gleich total spannend. Aber damit noch nicht genug. In seiner Freizeit ist Michael Wieben auf dem Meeresboden unterwegs. Er ist Nationalpark-Wattführer und bietet verschiedene Wattführungen an. Ein Mann, der das Meer kennt und der echt was zu erzählen hat. Moin Michael, wann warst du denn zuletzt am Meer? Moin Bärbel. Ja, ich war tatsächlich die letzte Nacht auf dem Meer, beziehungsweise auf der Nordsee. Und ja, habe dort ein Schiff begleitet, ein Großcontainerschiff aus der Deutschen Bucht in die Elbe hinein Richtung Brunsbüttel. Ja, und das war so jetzt mein letzter Aufenthalt auf der Nordsee. Wir hatten uns schon seit langem für jetzt zum Podcasten verabredet. Das hat sich jetzt gerade so gut gefügt, dass du heute Morgen dann zurückgekommen bist, oder? Ja, das passte jetzt tatsächlich so in meine Bird hinein. Also Bird ist unser Reihendienst, nachdem wir arbeiten und unsere Einsätze geplant werden. Und das passte tatsächlich jetzt so. Gestern frühen Nachmittag bin ich los und eben heute Morgen war ich dann wieder zu Hause. Wie läuft das dann? Du bist Seelotse. Wann wirst du informiert, dass du jetzt an der Reihe bist und dass du jetzt einen Einsatz hast? Wo musst du dann hin? Also du kriegst wahrscheinlich einen Anruf oder eine Nachricht. Und was passiert dann? Ja, genau. Die Lotsen, die stehen alle auf Abruf und wir haben Überblick das Internet, wann wir ungefähr dran sein werden. Und dann bin ich ja mit einer Stunde Abrufzeit zu Hause auf Standby. Und ja, wenn sich dann ein Job nähert, dann bekomme ich einen Anruf von unserer Wache und habe eine Stunde Zeit, bis nach Brunsbüttel zu kommen. Und Brunsbüttel ist dann mein Einsatzort und von dort geht die Lotsung dann los Richtung See. Dann wirst du mit einem Lotsenversetzer zu dem Schiff gebracht. Ja, richtig. Dort haben wir Versetzboote, Lotsenversetzboote stationiert und mit denen fahren wir dann zu den Schiffen, die von Hamburg kommen, oder wir bedienen auch die Schiffe, die aus dem Kanal, aus dem Nord-Ostsee-Kanal kommen und Richtung See gehen.
Und die besetzen wir dann, so sagen wir mal, besetzen. Okay. Dann in der Schleuse, in der NOK-Schleuse in Brunsbüttel. Das ist ja wahrscheinlich noch der leichteste Weg, an Bord zu kommen in der NOK-Schleuse, oder? Als Lotse? Ja, das ist Fußweg, ne? Das ist ein bisschen einfacher, gerade bei Schlechtwetter, also viel Wind aus West, ist das natürlich der komfortablere Weg. Aber du bist auch derjenige, der in der Deutschen Bucht über so eine kleine Leiter an der Bordwand hochklettert, wenn du da also einen Containerriesen Richtung Hamburger Hafen oder in die Elbe hinein begleiten musst? Ja, das draußen in der Deutschen Bucht ist ja, oder beziehungsweise in der Elbemündung, da haben wir ja ein Stationsschiff. Und das bedient dann die eingehende Schifffahrt in die Elbe hinein. Und die werden bei Elbe 1, also nordwestlich von Schahörn, in der Regel besetzt. Die Großcontainer, so wie heute Nacht, die werden weiter westlich, südlich Helgoland besetzt und von dort dann in die Elbe hineingesteuert. Nimm uns mal konkret mit. Also kaum einer von uns hat das ja, man sieht es manchmal im Fernsehen, wobei das ja in der Tat auch echt schwer zu drehen ist. Also ich habe ja auch schon jede Menge gedreht, aber dieses habe ich auch noch nicht gedreht, weil das einfach, ja, man kann dich höchstens hochklettern sehen, hinterherklettern, geht nicht. Aber erzähl mal, wie ist das, wie funktioniert das? Erstmal fangen wir mal der Reihe nach an. Ja, wie funktioniert das? Es wird von dem jeweiligen Schiff ein Lotse angefordert, das geht über die Lotsenstation selber. Und ich bin draußen auf dem Lotsenstationsschiff und warte dort eben genau in der Reihenfolge, wie ich in Brunsbüttel losgefahren bin, auf dem Stationsschiff meine Einsatzzeit ab. Und wenn sich das Schiff nähert, ja, dann erfolgt irgendwann eine Abteilung. So, und dann heißt das so, Wieben, du für das Schiff. Und dann geht man dort wieder auf ein weiteres Versetzboot und fährt mit diesem Versetzboot dann zum einkommenden Schiff. Mhm. Ja, und dann ist natürlich die Leiter. Denn dann kommt die Leiter irgendwann, ne, das Versetzboot geht längsseits an das einkommende Schiff und dort geht man dann vom Versetzboot über die Lotsenleiter an Bord des Schiffes. Ja, das ist so der herkömmliche Weg an Bord. Bei Schlechtwetterlagen und so bedienen wir auch noch einige Schiffe, also größere Schiffe, mit dem Hubschrauber und machen einen Hubschraubertransfer. Aber in der Regel machen wir das über die Versetzboote, die draußen stationiert sind. Und die Leiter ist für dich gar nicht weiter der Rede wert. Das ist einfach der ganz normale Weg, um an Bord zu kommen. Oder ist das rutschig, ist das wackelig, ist das kribbelig für dich? Oder ist das einfach Schritt für Schritt und dann gehe ich da hoch und dann mache ich da meine Arbeit? Ja, in der Regel ist das so, aber es ist natürlich der kritische Moment im ganzen Lotsenjob überhaupt. Mhm. Diese Leiter, ne? Man weiß nie, in welchem Zustand ist die Leiter. Ist sie vernünftig auf dem Schiff fixiert worden? Und ja, und dann ist natürlich das Wetter immer eine Nummer dabei. Haben wir viel Wind, Wellengang. Mhm. Wird es natürlich immer ein bisschen kniffliger, den Moment abzupassen, wo man dann tatsächlich vom Versetzer auf die Leiter übersteigt und hochklettert. Du bist da auch nicht gesichert wie im Kletterpark, ne? Sondern du kletterst diese paar Stufen einfach so hoch, oder? Nee, da ist man muss da schon so rüber und ungesichert das Stück an der Bordwand bewältigen. Holla die Waldfee. Ja, also ich kann mir auch noch nicht so richtig vorstellen, wie das mit einer Sicherung funktionieren könnte. Dadurch, da in dem Moment des Längsseits gehen und an Bord klettern, ist bei Seegang, ja, das gibt immer nur einen kurzen Moment, wo es passt. Und da jetzt mit irgendwelchen Sicherungsmitteln zu arbeiten, das stelle ich mir im Moment noch ziemlich schwierig vor. Wie oft bist du schon rüber geklettert? Oh, ja, ich mache das jetzt 15 Jahre. Okay. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ist das Klettern noch aufregend für dich oder ist das noch so eine besondere Anspannung oder ist das wirklich einfach normal? Nee, also das ist, wie gesagt, das ist der kritische Moment des Lotsen überhaupt oder der Lotsenarbeit. Und man muss da eigentlich bei jeder Versetzung die Sinne beisammen haben, um da keinen Fehler zu machen. Das ist ja auch, ich muss die Leiter erklimmen oder erstmal erreichen und ich muss gucken, wo greife ich hin, wo kann ich hingreifen. Es ist immer ein neues Schiff und die Konstruktion der Befestigung, die ist immer ein bisschen anders und
Ja, da muss man gucken. Wo greife ich hin? Wie ist sie leider? Hängen die Stufen gerade? Sind sie waagerecht oder kippen die ein bisschen ab von der Bordwand? Und das sind alles so Faktoren, die ich dann in einem Moment alle so erfassen muss. Und dann, ja, dann muss ich die Leiter erfassen und da hoch und damit klarkommen, was mir die Leiter da vorgibt. Und dann hast du noch Wellengang und dann hast du, schlägt die Leiter auch noch währenddessen gegen das Schiff? Nee, das eigentlich selten. Also eigentlich liegt diese Leiter immer direkt an der Bordwand an und ja, also sie schlägt nicht hin und her, weil das Schiff vielleicht rollt oder so. Da werden auch entsprechende Manöver gefahren, sodass die Leiter auch tatsächlich anliegen kann in dem Moment. Das wissen schon alle, dass das der kritische Augenblick ist, ne? Ja. Wie viele Meter musst du da überwinden? Ist das ungefähr gleich oder gibt es da auch Schiffe, die, wo der Einstieg besonders hoch ist, sodass du richtig weit klettern musst? Ja, das ist ja von der Schiffsgröße abhängig, ne? Den kleinen Kümo, da habe ich vielleicht 1-2 Meter zu überwinden. Und dann habe ich den Tanker in Ballast oder den Bulkcarrier in Ballast oder die Großcontainer. Die haben dann auch schon mal 9 Meter. Also bis 9 Meter ist eigentlich vorgesehen, dass man die an der Leiter krabbelt und alles, was drüber geht an Freibord oder an Lotsenleiterlänge drüber hinausgehen würde, das wird dann über so eine Kombination Gangway-Lotsenleiter gemacht. Das gibt es auch. Ja, sonst ist es ein bisschen viel. Ne? Aber 9 Meter an der Bordwand, an der Leiter hochklettern. Ja, das ist auch schon, das ist schon eine Strecke. Wo guckst du denn dann hin? Du darfst nicht runtergucken, oder? Du darfst dich nur auf den jeweiligen Schritt konzentrieren? Oder ja, wie machst du das mental? Ja, erstmal auf jeden Schritt und dann das Ziel vor Augen. Ne? Das ist das Deck oben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Immer nach vorne gucken. Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß, warum ich das nicht drehe. Das darf man, glaube ich, auch gar nicht. Ja, ist schwierig, ne? Wir müssen doch auch immer die ganze Technik mithaben. Deswegen. Nee, das geht gar nicht. Ja, ich habe meinen kleinen Rucksack dann dabei, die Rettungsweste um Hals und ja, und viel mehr geht dann auch nicht. Ne? Das ist, Aber die Hände hast du beide frei, sodass ja, du dich immer ja, festhalten kannst mit beiden Händen ja, und den Rucksack hast du auf dem Rücken ja, und dann geht's hoch, ja. Oder runter. Okay. Oder runter ist ja auch nicht besser, oder? Ja, das mit dem Ziel ist ja immer so schwierig, also alles so einzusehen, was unter einem los ist. Aber ja. Der erste Schritt aus dem Schiff raus auf die Leiter. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, das ist ja der erste Schritt. Der ist letztendlich wie eine normale Anstellleiter an der Hauswand, aber eben alles beweglich. Das ist der Unterschied. Mhm. Ja. Ja, ist denn die Alternative, mit dem Hubschrauber da gewünscht zu werden, besser? Ja, also dann wird man von oben an Deck gesetzt. Und das habe ich tatsächlich mal gedreht. Ich bin mal mit einem Mayview Maersk Containerschiff von Bremerhaven nach Hamburg gefahren und habe da eine Reportage für Nordsee-Report gedreht. Und da wurde uns alles Mögliche unterwegs geboten oder wir haben alles Mögliche erlebt. Da gibt es ja einige Lotsenwechsel an Bord. Und da wurde auch ein Lotse gewünscht. Ja. Von außen betrachtet erscheint mir das einfach sicherer, weil du bist ja total gesichert, wenn du da runtergelassen wirst, ne? Ja, man hängt am Heliseil, am Winchseil, am Winchdraht und man hat mehr Leute um sich rum. Ja, das ist schon eine gute Nummer mit dem Heli. Und das passiert aber nur, wenn die Bordwand, die zu überbrücken ist, oder die Leiter länger als 9 Meter wäre, oder ist das von Wetterbedingungen abhängig, wann ihr gewünscht werdet? Das ist von der Wetterbedingung abhängig, ne? Wenn das mit dem Schiff oder mit unseren Tendern oder mit dem Lotsenboot zu haarig wird, dann besteht eben die Möglichkeit, auf den Heli zurückzugreifen und die Versetzung mit dem Heli vorzunehmen. Oder die Ausholung eben, wie auch immer. Mhm. Also Ausholung, wenn man den Job beendet hat und dann von Bord möchte. Okay. Ja, Ja, und dann bist du ja erstmal nur an Bord. Wir haben bislang nur auf dem Weg, nur über den Weg zu deinem Arbeitsplatz gesprochen. Da beginnt ja deine Arbeit eigentlich erst. Dann gehst du auf die Brücke und musst da eigentlich den Job übernehmen, das Schiff sicher in die deutsche Bucht hinauszuführen oder in die Elbmündung hineinzuführen. Ne? Das ist in Deutschland so geregelt, dass auf der kompletten Strecke in der deutschen Bucht und bis in den Hamburger Hafen zum Beispiel jetzt oder auch sonst zu den Häfen immer ein Lotse an Bord sein muss. Ne? Ja, richtig. Das gibt ja so eine entsprechend der Schiffsgröße eine Lotsannahmepflicht und ja,
ist diese Schiffsgröße überschritten, geht ein Lotse an Bord und ja, begleitet das Schiff eben in die Nordsee raus oder in die Reviere hinein oder auf Ostsee durch die Föhrden in die Ostsee rein oder umgekehrt. Und das ist eben von der Schiffsgröße abhängig oder eben von der Art des Schiffes. Tanker zum Beispiel, die sind erstmal generell annahmepflichtig, während ein normales Frachtschiff, also ein Trockenfrachter, eben von der Schiffsgröße eben abhängig ist und irgendwann annahmepflichtig wird. Das ist ja auch spannend, dann erstmal den Captain und das Team auf der Brücke zu sehen. Und wie ist das, wenn du denn da ankommst und da sozusagen das Ruder übernimmst? Also man ist eigentlich immer willkommen dort. Erstmal bringt man ein bisschen mehr Revierkunde mit als der Kapitän oder die Schiffsbesatzung und trägt somit schon mal ein bisschen Ruhe an Bord oder Gelassenheit. So, und die Zusammenarbeit ist dann einfach, geht erstmal auf, wie soll ich das sagen, auf Vertrauensbasis. Die lassen dich machen, die sind sich sicher, dass du dich da auskennst. Und davon gehen die aus, dafür haben sie einen Lotsen bestellt. Und man muss natürlich, dieses Schlagwort Bridge Team, mit dem Kapitän, mit der ganzen Brückenbesatzung zusammen, die Weiterfahrt des Schiffes zu organisieren, sag ich mal. Ja, dass du dich nicht über die stellst, sondern dass ihr das zusammen macht im Grunde. Richtig, genau. Ne, ich bin nicht der King, der an Bord geht. Ich bin einfach nur ein Unterstützer oder ja, im Fachjargon der Berater, der da an Bord ist und das Schiff eben in die Reviere hineingeleitet wird. Ist das nicht ein besonders herausforderndes Revier, die Deutsche Bucht, mit diesen starken Strömungen, mit den vielen Untiefen? Ja, also die klassische Navigation, die den Lotsen früher vielleicht mal ausgezeichnet hat, die gibt es ja nicht mehr. Durch Elektronik ist natürlich vieles in diese Richtung wettgemacht. Aber wo du jetzt die Strömung ansprichst, wir haben ein sehr extremes Gezeitenrevier bei uns hier in der inneren Deutschen Bucht, in den Flussmündung. Und von daher ist das schon ein gewisser Anspruch, so wie die großen Schiffe oder die großen Tiefgänge, die tatsächlich dann auf der Tidewelle, auf der Hochwasserwelle nach Hamburg fahren müssen. Dieser Zeitpunkt muss abgepasst werden, dass das Schiff mit dieser Welle dann auch tatsächlich minutengenau in Hamburg ankommt. Sonst würde es festsitzen und das wäre eine Katastrophe. Ja, nicht unbedingt gleich festsitzen, aber das muss auch natürlich mit der verfügbaren Wassertiefe im Hamburger Hafen passen. Und ja, das ist eine Herausforderung. Und wir haben natürlich auch eine hohe Verkehrsdichte, wo auch die großen Schiffe dann irgendwie mit eingespeist werden müssen und ihren Weg fahren können. Und das muss irgendwie alles ineinander überfließen. Ja, das ist eben der Job heute, der Lotsen generell, ne? Mhm. Also diese, ich weiß, wo es lang geht und so, das ist ein bisschen durch die elektronische Navigation genommen. Aber ich weiß, wie es dort lang geht. Das ist so der Job eigentlich, der Schwerpunkt eigentlich. Und sprecht ihr Lotsen intern, also du sprachst gerade diese große Verkehrsdichte an, sprecht ihr Lotsen intern euch dann unterwegs auch ab, in welcher Reihenfolge ihr jetzt zum Beispiel in die Elbmündung fahrt, wenn es wegen der Tide wichtig ist, dass die AAA-Schiffe da zuerst reinkommen, damit die es überhaupt noch rechtzeitig schaffen in den Hamburger Hafen? Oder gibt es solche Absprachen nicht? Oder ist das jetzt sowieso zu viel gefragt? Nö, das ist ja letztendlich das A und O. Ne? Wie sollen sie ankommen in Hamburg? Was ist in Hamburg machbar? Wie können die Schiffe dort bedient, manövriert werden? Wie sind die Schlepper? Wie viele Schlepper stehen zur Verfügung? Und das müssen wir draußen in der Deutschen Bucht eben schon absprechen untereinander. Und so werden draußen die Schiffe eigentlich schon eingereiht. Und meistens geht es ja auch dann mit der Tidewelle rein in die Elbe und unterwegs dann noch großartig überholen und so ist nicht mehr. Nee. Ja, und deswegen machen wir das draußen eigentlich schon klar, in welcher Reihenfolge. Okay, was eine Logistik, die kriegt keiner eigentlich mit, aber das klärt ihr untereinander, wie ihr das am besten alles genau hinkriegt. Ja. Jetzt hast du frei und danke, dass du hier Zeit hast zum Podcasten, aber wann hast du deinen nächsten Einsatz? Morgen Mittag ungefähr. Morgen Mittag Zeit wird es werden. Aber du weißt jetzt noch nicht, worum es dann geht, ob du ein Schiff rausbegleiten musst oder reinbegleiten musst. Nee, das kann ich überhaupt noch nicht vorhersehen. Das ist manchmal diese Stunde Abrufzeit, die langt noch nicht mal, um das vorherzusehen, weil einfach zu viele Jobs anstehen jetzt auf meiner Station in Brunsbüttel und
Da kann ich manchmal nicht sagen, habe ich jetzt ein Schiff von Hamburg, von aus dem Kanal, den Elbehafen bedienen wir mit. Oder wir machen zusätzlich auch noch Radarberatung für die Großschifffahrt auf der Elbe. Dann kriege ich so einen Radarjob ab. Das ist meistens, wenn alles auf einmal zusammenläuft, Brunsbüttel ist Verkehrsknotenpunkt. Ja, dann weiß ich tatsächlich erst, wenn ich auf Station bin und kurz vorher der Job zugeteilt wird und ich an erster Stelle bin, dann weiß ich, wo dran ich bin. Okay, aber das stresst dich auch nicht weiter. Das ist einfach part of the job bei dir, ne? Ja, also das ist wirklich part of the job. Ja. Mhm. Und wenn du dann frei hast und das Wasser weg ist, dann hast du ja auch nicht wirklich frei, sondern dann bist du auf dem Meeresboden unterwegs. Ne? Du bist Wattführer. Ja, genau. Aber ich habe da aber tatsächlich frei. Also das ist, wie soll ich sagen, andere gehen zum Tennis, zum Fußball und ich habe beim Wandern oder speziell jetzt auch beim Wattwandern eben auch so ein bisschen körperlichen Ausgleich. Und ja, wenn man das jetzt als vielleicht noch als Nebenjob oder so ansehen will, sehe ich nicht so, aber ich freue mich dann, wenn mal ein paar Leute mitkommen und ich nicht alleine rumlaufe. So. Aber du bist schon ein richtiger Wattführer. Du bist nicht nur alleine im Watt für dich unterwegs, genau. Sondern ja, du... Ja, ja. Wie hat sich das denn ergeben oder entwickelt? Ach, das ist, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Das war einfach ein Freund der Familie, ein guter Freund. Ja, der ist Nationalpark-Wattführer und der hat hier vor der Dithmarscher Küste immer große Wattwanderungen angeboten. Das macht er heute noch. Und der ist auch noch auf meiner Podcast-Liste. Ich weiß, über wen du sprichst. Ich weiß. Ja, der Gruß hat Jan. Ja, genau. Und da habe ich mich vor vielen Jahren mal angeschlossen und habe diese großen Wanderungen im Sommer mitgemacht. Weil mir es einfach waren tolle Touren. Ich bin hier selber auch an der Küste groß geworden. Und meine Kindheit, das war ja am Watt, im Watt, und Schwimmbad gab es früher nicht. Wir sind immer zum Deich gefahren, an die Badestellen zum Baden. Und daher fand ich diese Tätigkeit, ins Watt zu laufen und weit hinaus zu laufen, das fand ich einfach toll. Das war eine tolle Sache. So, und dann bin ich aber ein bisschen zu viel mitgelaufen und irgendwann heißt das dann ja immer nur mitloben, ne? Kassuckenwort mucken. Und über diese Schiene bin ich dann tatsächlich dazu gekommen, selbst Wattwanderungen anzubieten und zu führen. Ja. Mhm. Ja, und nun bin ich dabei und ich habe Gefallen dran gefunden, das auch tatsächlich hier anzubieten und dann öfter mal mit Leuten rauszugehen ins Watt. Sei es für eine kleine Exkursion oder ja, mit Vorliebe eben weiterhin diese großen Wattwanderungen durchzuführen. Startest du immer von Meldorf aus oder von wo startest du zu deinen Touren und was für Touren bietest du an? Ja, ich habe ja so als meine Stelle ist Nordermeldorf hier im Speicherkow in der Meldorfer Bucht. Mhm. Aber ich mache auch Touren von Friedrichskoh-Spitze raus oder von Büsum-Marzau. Ja, Friedrichskoh-Spitze, da habe ich noch eine Tour, geht aus dem Bielzöden Sand raus und das ist wiederum hier. Ui, das ist ja eine richtig große Tour. Ja, das sind so bummelig 12, 13 Kilometer. Und ja, das ist natürlich, das ist dann wieder eine nördliche Elbmündung, Elbmündungsbereich. Ja, und das ist natürlich schon wieder Hausrevier da. Also das ist eigentlich eine Wattführung, dann bei der man auch viel über das Seelotsenwesen erfährt wahrscheinlich, oder? Ja, nee, also Thema bleibt immer das Watt selber, ne? Ökologie, also die Natur. So, das ist das Thema, das Hauptthema. Aber ich schweife dann auch gerne mal ab und wenn Interesse ist, auch mal in diese Richtung ein bisschen was erzählen oder die ganze Entwicklung des Wattenmeers in diesem extrem gezeigten Bereich. Ja, das je nachdem, wie sich das ergibt. Aber der rote Faden ist natürlich immer die Natur selber. Super. Mhm. Ja, aber ist doch toll. Jeder hat einen anderen Schwerpunkt. Und wenn du als Seelotse dabei auch was von deiner Arbeit erzählst, das interessiert bestimmt viele Menschen. Also ist doch toll, wenn du da noch so eine Zusatzinformation bietest. Ja, das ist natürlich für viele immer unvorstellbar, ne? Diesen Job kennen wenige. Und von den wenigen haben auch noch einige was vielleicht mal davon gehört, dass es sowas gibt. Aber wie das alles abläuft und so, das ist tatsächlich noch im Verborgenen. Größtenteils.
Die Wattführung, damit startest du jetzt wieder im April oder wann legst du wieder los mit deinen Touren? Ja, die eigentliche Saison geht tatsächlich im April los. Mhm. Jetzt zu Ostern und im Frühling, wenn es wärmer wird, dann ist natürlich mehr los. Also es sind mehr Menschen hier in der Region und fragen nach einer Wattwanderung. Aber ich biete den ganzen Winter auch Wattwanderung an. Ja, eigentlich das ganze Jahr über. Naja, und jetzt im Winter ist noch, ja, es sind weniger Leute da und ja, dunkle Jahreszeit, kalt und da kombinieren wir viele Touren auch mit dem anschließenden Aufenthalt in irgendeinem Restaurant oder kombinieren das einfach mit dem anschließenden Essen. Sehr gut. Das habe ich ja mit Jan gerade gedreht, diese Grünkohl-Wattwanderung. Bietest du auch sowas an, sowas ähnliches? Ja, im Januar biete ich Touren an mit anschließendem Muschelessen. Ja, und das ist. Ja, das ist ganz nett. Ne, die Tour selber, da nehmen wir mal so die Muschel als Schwerpunkt, ne, als ja, Nahrung für die Vogelwelt, aber auch als unsere Nahrung. Und Kultur der Muschel, wie war es früher, wie ist es heute und weitere Verwendung der Muscheln und so. Und am Ende ist eben gemeinsames Muschelessen angesagt. Miesmuscheln, jo. Und unterwegs natürlich, wir haben ja auch in Wattenmeer haben wir einen Neubürger. Die Auster. Ja, und die Austernverkostung im Watt, die darf natürlich nicht fehlen. Das machen wir mittlerweile auch. Wer möchte. Super. Nimmst du auch Schnaps dazu mit? Nein. Das habe ich tatsächlich mal in Dänemark gedreht. Da haben die gesagt, man muss da hinterher einen Schnaps trinken, um Bakterien abzutöten. Okay, so kann man es ja auch beschreiben. Ja. Und sicherheitshalber trinkt man noch einen zweiten hinterher. Ja, auf ein Bein kann man nicht zurücklaufen. Ne? Merk schön, man hat drei Beine. Ja, genau. Ja, nee, so sind die Dänen. Das habe ich mal, ich glaube von Römm aus habe ich das mal gedreht. Mhm. Ja, nee. Sehr ja. Lustig, Michael. Ich glaube, ich muss auch mal mit dir ins Watt gehen. Ja, okay. Wo findet man deine Termine für die Watttouren? Also wir haben eine Homepage, die gehört der Wattführergemeinschaft Dithmarscher Nordseeküste und die ist unter www.watterleben.de im Internet zu finden. Und da sind Termine gelistet, Anmeldemöglichkeiten sind dort gegeben über ein Portal oder per Telefon, E-Mail, wie auch immer. Da steht auch immer genau dabei, wenn du das machst und ja. Ja, auch die anderen machen ja gute Wattführungen. Aber wenn jemand jetzt gerne mit dir unterwegs sein möchte, weil er dir als Seelotsen da noch ein paar Fragen stellen möchte, also das sieht man da alles ganz genau. Und was wir gerade nicht gesagt haben, du bist auch sogar Nationalpark-Wattführer, ne? Da ja, hast du genau. Alle Lizenzen, mhm. Ja. Ja. Ja, super, klasse. Ja, spannende Geschichte. Was liebst du mehr? Liebst du es mehr, auf dem Wasser zu sein oder auf dem Meeresboden zu sein? Oh, also, ich liebe das Wattenmeer, naja, jetzt irgendwas vorzuziehen, wäre, glaube ich, verkehrt. Also auf dem Wasser ist schön, auf dem Meeresgrund ist auch schön in unserem Bereich. Nein, da nicht. Ist ja auch eine super Kombination, die du hast. Ja. Michael, danke, dass du uns mit an Bord genommen hast und auch mit auf den Meeresboden genommen hast. Das war total spannend. Ja, gerne, David. Hat mir Spaß gemacht. Ja. Und würde mich freuen, wenn du tatsächlich mal mitkommst. Ja, aber höchstens zur Wattwanderung. Diese Arbeit des Lotsen reizt mich ja sehr, aber ich komme nicht die Strickleiter hoch. No way. Wenn ihr die Arbeit der Lotsen auch so spannend findet, es gibt dazu zwei weitere Folgen, und zwar Folge 74 und 75 des Nordsee-Podcasts. Da geht es nur um dieses ganze Lotsenwesen. Das ist auch nochmal total spannend. Und wenn ihr euch vielleicht jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit befindet, in einer vollen U-Bahn, auf einer vollen Autobahn oder irgendwo mit Gegenwind mit dem Fahrrad unterwegs seid, denkt daran, wie Michael Wieben zur Arbeit kommt. Und dann fühlt sich das jetzt doch schon gleich ganz anders an, oder? Wo auch immer ihr gerade seid, was auch immer ihr gerade macht, passt schön auf euch auf. Und kommt einfach nächste Woche wieder mit mir ans Meer. Tschüss.